Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und willkommen zum heutigen Nageltutorial. Ich hatte euch ja in meinem Black Friday Video gezeigt und erzählt, dass ich mir jetzt ein Shellac-Set angeschafft habe. Und wir machen jetzt heute meine Weihnachtsnägel gemeinsam und ich führe euch einmal durch den ganzen Prozess halt mit. Für alle die nicht wissen, wie das mit dem Shellac so funktioniert. Für mich persönlich war jetzt, sag ich mal, der Vorgang so schon bekannt, weil ich jetzt über den Sommer auch Shellac auf den Fußnägeln hatte. Und das, denke ich, werde ich auch wahrscheinlich dann im Frühjahr, Sommer jetzt wieder auch bei meinen eigenen Fußnägeln machen, weil ich jetzt schon, wo ich sie das erste Mal oder den Shellac das erste Mal jetzt auf den Fingernägeln hatte, echt festgestellt habe, wow, why the hell hast du das nicht schon früher in deinem Leben gemacht? Das erleichtert dir so vieles. Ich bin zwar natürlich auch ein absoluter Fan davon, Abwechslung auf den Nägeln zu haben, aber ich habe auch nicht immer die Zeit, mir alle 2-3 Tage die Nägel zu lackieren. Und ich finde, das ist halt für mich etwas, ich kann es halt nicht leiden, wenn das irgendwie so schon abgesplittert ist, angefressen aussieht. Und gerade halt, wenn man dann auch so vor der Kamera immer ist, will ich natürlich, dass meine Nägel gut aussehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Vorteil natürlich vom Shellac ist halt, dass das Zeug einfach wesentlich länger hält als normaler Nagellack und auch dazu wesentlich glossiger noch die ganze Zeit aussieht. Also ich habe zwar auch einen Matt-Topcoat, aber mit dem normalen Topcoat, mit diesem Finish, die glänzen halt einfach die komplette Zeit. Und das, finde ich, ist ein absoluter Pluspunkt für den Shellac. Natürlich wächst das raus, das seht ihr jetzt dann später auch in den Nahaufnahmen. Ich habe den jetzt gute 1,5 Wochen drauf und habe auch schon an 4 Nägeln den Shellac so leicht runterpiedeln können. Und ich würde sagen, wir starten jetzt ins Video und beginnen damit, den alten Shellac erstmal zu entfernen. So, einmal kurz für euch der Stand. So sieht der Shellac jetzt bei mir nach, naja, 1,5 Wochen aus. Ihr seht schon hier an dem Finger, habe ich ihn schon runtergepiedelt. Genauso halt hier wie auf den Fingern und auch auf dem Daumen, da kam der schon ganz gut runter. Also ich finde, der sieht halt immer noch eigentlich echt ziemlich gut aus, muss man sagen. Also hier seht ihr auch noch, wie schön der immer noch so glossy ist. Aber nichtsdestotrotz, Weihnachten steht vor der Tür, nächste Woche ist Weihnachten und ich will jetzt unbedingt ja, etwas Weihnachtliches auf die Nägel bekommen. Hier sieht man halt schon, dass der sich löst, so an der Seite. Und dann kann man da einfach ganz vorsichtig so ein bisschen runter gehen und mal gucken, ob man das halt runterkriegt. Und dann seht ihr schon, das lässt sich auf jeden Fall ganz gut runterpiedeln. Also ich habe auch diesen Remover, aber es wird auch gesagt, wenn man ihn so runterziehen kann, kann man das auch machen. Also so oder so, also das hier tut jetzt auch nicht weh oder irgendwas. Also man spürt es eigentlich gar nicht. Man spürt es halt, ich weiß nicht, kennt ihr das? Das hier zum Beispiel ist auch so ein Peel-Off-Nagellack. Wenn ihr sowas schon mal verwendet habt, es fühlt sich eigentlich genauso an. Also ihr zieht da einfach im Prinzip halt sowas runter, aber sieht halt überhaupt nicht. Also tut nicht weh oder sonst irgendwas. Und wenn man da jetzt ein bisschen behutsam rangeht und nicht übelst krass dran rumreißt, dann bricht man sich auch nicht die Nägel ab oder so. Und jetzt könnt ihr ganz gut erkennen, so sieht der Nagel dann aus, wenn man den Shellac runtergeholt hat. Hier sind halt noch so ein paar Reste drunter, also so ein bisschen ja, von diesem Basecoat vermute ich ist das. Also ich bin jetzt auch keine absolute Nagelexpertin, ne? Ich mache das ja alles hier so do-it-yourself mäßig. Genau, also diese Reste, die feilt man jetzt gleich einfach runter und dann werde ich jetzt erstmal den Shellac von allen Nägeln entfernen. Okay, jetzt habe ich den gesamten Shellac soweit entfernt. So sieht das jetzt aus. Ihr könnt ja sehen, hier diese Nägel, da habe ich die Reste schon mal runtergeholt. Und jetzt nehme ich mir die Bufferfeile und dann feilen wir das Ganze jetzt erstmal ein wenig glatter wieder. Also das ist wirklich eine ganz, ganz feine Feile.
Da könnt ihr auch die Nagelstruktur jetzt nicht ganz so kaputt machen mit, da braucht ihr keine Angst haben. Aber natürlich muss es alles wieder eben sein und die Reste müssen halt runter, damit dann auch der Base Coat wieder vernünftig halten kann. Das sind jetzt die gefeilten Nägel und ich nutze natürlich direkt die Gelegenheit und bringe die Nägel noch wieder in Form bzw. mache auch ein klein wenig Maniküre, damit die Nägel natürlich toll aussehen jetzt für die Feiertage. Und da ich die momentan jetzt wieder so ein bisschen wachsen lassen möchte, werde ich da jetzt auch gar nicht irgendwie die Nägel so arg runterkürzen. Das ist natürlich jedem so die Präferenz halt, wie lang er seine Nägel haben möchte. Aber ich kann euch auch auf jeden Fall sagen, wenn ihr brüchige Nägel habt oder auch längere Zeit schon versucht halt die Nägel irgendwie lang wachsen zu lassen, euren Naturnagel, und sie splittern euch, also das ist halt so bei mir immer das Ding, ich habe sehr splittrige Nägel und die reißen mir halt auch schnell ein, dann kann ich euch, glaube ich, Shellac echt gut empfehlen, weil es ist halt super einfach zu machen. Ihr könnt mit so einem Starter-Set euch relativ zügig eigentlich die Kosten für den Gang ins Nagelstudio sparen. Nicht, dass ich das jetzt, sag ich mal, schlecht reden möchte. Nagelstudios sind wirklich auch eine gute Sache. Ich bin ja auch hier jetzt eine Zeit lang zur Pediküre gegangen und habe das auch sehr gerne gemacht. Aber ich bin halt so ein Mensch, gerade auch im Beauty-Ding, ich mache halt Dinge gerne selber. Und habe mir schon immer meine Nägel und alles selber gemacht und von daher dachte ich mir, warum dann auch nicht mit Shellac, und bin jetzt echt inzwischen schon sehr begeistert, obwohl das jetzt eigentlich meine zweite Anwendung erst ist, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich glaube, ich werde nicht mehr damit aufhören, weil ich kann es dann halt einfach immer machen, wenn ich halt Bock drauf habe, abends so bei einer Folge irgendwie Netflix von irgendwas, und kann es halt ändern, so oft ich will natürlich auch, wobei es zwar schon der Sinn der Sache ist, dass man den Shellac halt so 3 Wochen halt drauf lassen kann. Und ich werde jetzt auch mal hier, also normalerweise hätte ich den noch lassen können, der wäre noch auf jeden Fall gut gewesen. Hat man auch gemerkt, der ging auch noch an einigen Stellen erst noch sehr, sehr schwer runter. Aber ich will den jetzt dann, wenn ich jetzt die Weihnachtsnägel habe, die Feiertagsnägel, dann werde ich den auf jeden Fall eine ganze Weile länger wachsen lassen, rauswachsen lassen und mal gucken wirklich, wie lange das dann tatsächlich hält. Aber es wird so gesagt, 2 bis 3 Wochen schafft er auf jeden Fall. Und ich glaube, mehr ist bei mir auch nicht drin, dadurch, dass ich auch 2-mal die Woche jetzt sehr stark körperlich arbeite, so mit den Händen, und ich glaube, da hat er natürlich auch schon ganz schön gelitten. Aber an für sich bin ich auf jeden Fall mit der Haltbarkeit jetzt schon beim ersten Mal sehr zufrieden gewesen. Und natürlich ist es für einige von euch vielleicht auch eine Kostenfrage. Ich finde, sowas wie Shellac muss man sich nicht wirklich unbedingt im Nagelstudio machen lassen. Kostet ja auch alles Geld, das Zeug, ne? Und ich meine, dieses Starter-Set hat jetzt 59,90 gekostet und ich habe mir noch einen weiteren Nagellack dazu angeschafft und noch so ein paar Sticker, das werde ich euch gleich zeigen. Und ich finde, für den Preis ist man eigentlich relativ schnell da, dass sich das Set sehr zügig amortisiert, sagen wir mal. Wenn ich die jetzt 2-3 Mal selber gemacht habe, habe ich ungefähr schon den Preis raus, den ich halt im Studio dafür zahlen müsste. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass die Nagelstudios zu teuer sind. Um Gottes Willen, eine gute Dienstleistung muss ja auch bezahlt werden. Aber für mich ist es halt so eine Zeit- und auch Kostensache, wo ich halt sage, ich habe da Spaß dran. Manche von euch sagen ja auch, boah, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht selber machen. Ich gehe lieber ins Nagelstudio und lass mich da ein bisschen verwöhnen. Dann ist das absolut legitim und vollkommen in Ordnung. Ich bin halt eher so der Mensch, ich kann es auch selber machen. Ich habe auch die Zeit dafür, beziehungsweise kann es ja dann auch für YouTube direkt mitfilmen. Für mich ist das halt direkt doppelt praktisch. Und ja, deswegen ist es für mich eher so ein Ding, dass ich halt sage, sowas mache ich selber. Sehr schön. Die Maniküre ist auch erledigt und jetzt geht's an den nächsten Schritt, beziehungsweise jetzt, sagen wir mal, die ersten Schritte vom Shellac tatsächlich. Und zwar beginnt man damit, dass man diesen Dehydratorstift verwendet, um im Prinzip
die also so ein bisschen so die Nägel halt zu entfetten ist es, glaube ich, dafür ist es gedacht, also dass der Shellac auch einfach besser halten kann auf den Nägeln. Und den gebe ich jetzt auf und dann geht es auch schon direkt los mit dem ersten, mit der ersten Schicht. Das hier ist dann der Base Coat, den trägt man als allererstes in einer relativ dünnen Schicht auf. Und ich habe auch hier jetzt schon meine LED-Lampe bereit gemacht. Die kann man halt unterschiedlich einstellen. Die ist zum Beispiel auch geeignet, um dort richtige Gelnägel mitzumachen. Für den Shellac brauchen wir allerdings nur die 30 Sekunden und das ist schon so automatisch eingestellt. Ich zeige euch das kurz. Wenn man halt die Hand reinmacht, geht das Licht automatisch an, läuft 30 Sekunden ab. Dann wisst ihr immer Bescheid, müsst nicht mitzählen. Ist also sehr, sehr praktisch gemacht. Und das hier ist halt LED, war mir auch besonders wichtig. Es gibt ja auch immer noch diese UVA-Lampen. Und ich fand halt jetzt, LED ist ehrlich gesagt heutzutage State of the Art, würde ich behaupten, auch was eine normale Beleuchtung anbelangt. Und UVA-Licht muss ich jetzt auch nicht unbedingt auf meinen Nägeln haben. Sieht man auch, der ist halt einfach nur ganz normal transparent. Und jetzt legen wir los. Jetzt geht's schon los mit dem lustigen Part dieses Videos. Und zwar werde ich jetzt diese Farbe hier verwenden. Das ist die Farbe Bordeaux. Und da tragen wir jetzt die erste Schicht Shellac auf und da ist auch wichtig, nehmt nicht zu viel. Wir machen ja sowieso zwei Schichten und wenn der Shellac auf jeden Fall ein bisschen dünner ist, dann hält er auch besser und natürlich sieht es auch besser aus, wenn das dann nicht so klobig ist. Und ihr könnt euch da ruhig ein bisschen Zeit lassen, weil der trocknet ja so nicht, beziehungsweise durch das Aushärten wird der ja sowieso schön gleichmäßig dann. Arbeitet auf jeden Fall mit ein bisschen Ruhe und auch sauber, damit der halt nicht zu nah an die Nagelhaut kommt, also an die Seiten, weil das ist dann auch tendenziell natürlich eine Stelle, wo der sich auch wieder schneller lösen kann. Ihr könnt es auch nachher noch feilen, das ist alles immer kein Ding. Aber natürlich habt ihr dann wieder noch ein bisschen mehr Arbeit damit. Irgendwie läuft es heute nicht so gut. Es ist irgendwie mein Munchie-Tag. Aber ich arbeite jetzt auch heute mit dieser Farbe das erste Mal. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die etwas dünner ist als die andere Farbe, die ich das erste Mal verwendet habe. Aber wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen und machen das jetzt einfach erstmal fertig. Achtet auch darauf, wenn ihr den Shellac auftragt, dass ihr auch natürlich an der Spitze, also vorne am Nagel, genug auftragt und da auch eine gute Schicht habt. Das hilft natürlich auch, dass die Nägel natürlich nicht irgendwie brechen oder so, wobei die echt sehr, sehr robust sind, muss ich sagen. Das konnte ich jetzt schon feststellen. Also da ist Sachen Haltbarkeit kann man sich da wirklich nicht beschweren und man sieht jetzt auch schon mit der zweiten Schicht sieht das Ganze wirklich schon wesentlich besser aus. Super. Und wieder 30 Sekunden. Und ich finde, man merkt halt tatsächlich so dieses, also jeder, der schon mal so Gelnägel oder sowas hatte, kennt dieses Gefühl, wenn das halt aushärtet. Also wie soll ich das beschreiben? Das ist so ein Kribbeln so ein bisschen auf den Nägeln. Also man merkt halt richtig, dass da was passiert unter diesem LED-Licht. Ne? Finde ich, ist natürlich ja auch eine gute Sache. Soll ja auch. Ne? Dann hat man auch wenigstens das Gefühl, dass es funktioniert. Und das Coole ist halt wirklich dabei, ihr müsst halt nicht stundenlang warten, bis euer Nagellack trocken ist. Das finde ich halt wirklich mega. Trotzdem bin ich immer irgendwie noch so vorsichtig, weil ich denke so, nicht, dass ich irgendwo damit anstoße. Aber der ist ja jetzt fertig. Also da kann jetzt eigentlich schon nichts mehr passieren. Und der sieht wirklich schön aus. Ist eine tolle Farbe. Und jetzt habe ich hier diese Sticker. Ihr könnt jetzt so ungefähr gar nichts erkennen, weil die halt weiß sind. Und ich habe mir hier schon eine Pinzette zurechtgelegt. Und ich dachte mir jetzt, dass ich ein bisschen was, bevor ich jetzt den Topcoat drauf mache, dass ich ein bisschen was Kreatives auf die Nägel mache. Und ich war jetzt am Überlegen, auch ob ich das mal ausprobiere. Ich habe absolut keine Ahnung, ob es funktioniert. Das ist jetzt wirklich so Trial and Error, dass ich auch einen Finger mit diesem Gel-Glitter-Topcoat, das ist so ein Peel-Off-Nagellack auch eigentlich von Essence, ich
gebe den einfach gleich mal drüber, mache diesen Topcoat drüber und dann gucken wir mal, was passiert. Aber jetzt mache ich erstmal, nur jetzt auf welchen Finger mache ich was. So, wir haben jetzt gerade mal kurz überlegt, wo ich was hinmachen kann. Ich mache jetzt die Sticker auf den Zeigefinger und den Glitzer auf den Ringfinger. Und ich fange mit den Stickern an. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter. Und jetzt gucke ich gerade erstmal, welche ich nehme. Ich will auf jeden Fall so eine Schneeflocke. Very Merry Christmas without. Das sieht voll süß aus. Das finde ich voll schön. Und dann nehmen wir noch so eine ganz kleine Schneeflocke. Ne, so einen Stern. Wir nehmen hier noch so einen Stern. Hat sich erledigt mit dem Glitter Topcoat. Ich habe gerade festgestellt, der ist ausgetrocknet. Dann machen wir noch Sticker auf den Ringfinger. Und jetzt kommt natürlich der Topcoat noch darüber. Die erste Hand haben wir. Ich mache jetzt die zweite Hand off-camera. Das ist nochmal genau das gleiche. Ihr habt die Prozedur gesehen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns für das Finish. So, die Nägel sind fertig. Heute war irgendwie nicht so ganz mein Tag, aber ich glaube, das ist normal. Ich bin natürlich absolut kein Profi. Es bei einem selber zu machen ist immer ein bisschen schwieriger. Und heute habe ich irgendwie nicht so eine ruhige Hand, aber ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe ein bisschen gemanscht. Das werde ich jetzt gleich noch korrigieren. Zuerst werde ich jetzt aber mit dem Glossy Cleaner, das ist der hier, das Finish quasi machen. Und zwar merkt man halt tatsächlich, wenn die Nägel jetzt gemacht sind und unter dem LED waren, dass da so eine richtige Schwitzschicht drauf ist. So heißt das auch tatsächlich. Also die Nägel fühlen sich halt wirklich so ein bisschen so schweißig an. Und da geht man jetzt einfach mit diesem Glossy Cleaner oben drüber und holt quasi da diese Schwitzschicht mit runter, dass die Nägel halt einfach, ja, dieses Glossy und Finish halt bekommen, diese glatte Oberfläche, dass es halt sich smooth and schön anfühlt. Riecht auch gar nicht aggressiv, das Zeug, aber geht tatsächlich. So, ich sehe jetzt auch, hier ist irgendwie so noch ein bisschen Farbe, irgendwie so ein paar Reste runtergekommen. Keine Ahnung, ob das irgendwie an dieser Farbe liegt, wie gut die hält. Das werden wir auf jeden Fall austesten. Und das ist jetzt im Prinzip halt das fertige Ergebnis. Und ich muss sagen, ich finde, es ist wirklich mega schön geworden. Und wie gesagt, da ich heute echt ein bisschen unvorsichtig war, ein bisschen gemanscht habe, werde ich jetzt noch an der einen oder anderen Stelle das wieder ein wenig wegfeilen und halt die Kanten noch ausbessern. So, die Nägel sind fertig. Zum Abschluss mache ich immer noch ein wenig Nagelöl halt auf die Nagelhaut. Ich habe jetzt hier noch eins, das habe ich schon Ewigkeiten, von Trend It Up. Ist jetzt auch, glaube ich, etwas, das ihr einfach in der Drogerie halt holen könnt. Und da gehe ich einfach nur kurz einmal hier über die Seiten. Ich bin so ein Knibbler. Ich knibbel immer an der Nagelhaut. Da kriege ich Daniel immer die Krise. Das kriege ich mir irgendwie nicht so richtig abgewöhnt. Ich glaube, ich mache das meistens tatsächlich eigentlich eher aus Langeweile statt aus Stress. Und natürlich die Hände noch ancremen. Ich benutze wahnsinnig gerne die Handcremes von Rituals. Hände hoch, wer noch? Haha, kennt ihr den Witz? Das ist jetzt die Happy Buddha und ja, ich liebe die einfach, weil nicht nur die Düfte halt bei denen sind mega geil, sondern auch die Pflegewirkung dieser Handcremes sind echt der absolute Wahnsinn. Und dann würde ich sagen, dürft ihr euch die jetzt noch einmal in der Aufnahme anschauen und dann sehen wir uns nochmal zur Abmoderation. War mein
mein Shellac-Weihnachtsnagel-Tutorial-DIY-Live-Test-Whatever. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass es euch gefallen hat. Das Ergebnis ist jetzt heute nicht absolut so perfektionistisch, wie ich mir das manchmal vorstelle, aber die wachsen sich ja auch dann jetzt schon relativ schnell raus und auch so diese letzten Ränder und Reste, die ich jetzt noch nicht weggekriegt habe, die werden bestimmt beim Händewaschen, Duschen sich jetzt noch lösen. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt heute das erste Mal mit so einer kräftigen Farbe gearbeitet. Beim ersten Mal habe ich es mir ja wirklich leicht gemacht mit diesem Nude-Ton. Da fallen solche Patzer natürlich auch nicht so auf wie mit sowas Kräftigem wie diesem Rot. Das ist aber auch bei normalem Nagellack einfach so. Ich werde auch dann nochmal schauen, wie ich das in Zukunft mit Glitzer mache, weil es gibt da so Puder, habe ich schon gelesen oder gehört. Also falls ihr da Tipps für mich habt und selber auch Shellac bei euch macht, dann lasst mir doch einfach mal super, super gerne eure Empfehlungen in den Kommentaren da und verratet mir doch mal, ob ihr normale Nägel habt, also euch die selber macht oder halt Natur lasst oder ob ihr auch gemachte Nägel habt, sprich Shellac oder Gel. Würde mich mega interessieren. Jetzt kommen wir noch zum Kommentar des Tages natürlich. Und der ist heute von Christina YouTube und sie schreibt: Oh wow, super schön. Ich bin eindeutig Team Matt, da ich eine ölige und unreine Haut habe. Ob ich mich zu Weihnachten richtig fertig mache, weiß ich nicht, da wir dieses Jahr nur zu Hause sind. Ganz, ganz liebe Grüße an dich persönlich, liebe Christina. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Und ja, mach dich fertig, weil hallo, es ist Weihnachten, es sind die Feiertage, genieß es. Ich denke, jeder von uns oder jede von uns, die so ein Make-up-Junkie ist, für mich ist es ja auch einfach so genießen, also gerade auch wenn ich dann halt die Feiertage frei habe, mag ich es auch einfach ganz gerne so ein bisschen was für mich selber zu tun und da gehört für mich Styling irgendwie dazu. Also das ist so meine Art und Weise. Jeder entspannt oder gönnt sich selber natürlich irgendwie ein bisschen was anderes, aber ich mag das total gerne und ich wollte euch auch nochmal danken für das wirklich positive Feedback auf mein Xmas Glam Video. Das verlinke ich euch ganz am Schluss nochmal. Hat mich wirklich mega gefreut, dass es so gut bei euch dieses Mal ankam, weil ich ja auch merke und weiß, die Make-up-Tutorials kommen etwas schlechter an, aber ich kann irgendwie nicht loslassen. Ich schminke einfach gerne und deswegen werdet ihr das wahrscheinlich auch noch immer weiter und immer wieder bei mir ertragen müssen. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye!